Guten Tag, Freunde der Einhandmesser. Ich war mal wieder im Laden meines Vertrauens, wenn es um Messer geht, und habe mir dann mal wieder ein Messer gekauft. Wie soll es dann auch anders sein? Und zwar wieder von der Firma Böker. Da habe ich ja das letzte Mal den Kampf vorgestellt. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ohne langes Gerede machen wir es mal auf. Und dafür benutze ich ein anderes Böker, und zwar das Böker Cobalt Strike. Habe ich noch kein Review dazu gemacht, kommt vielleicht noch irgendwann mal. Aber wir gucken jetzt erstmal, was ich mir hier geholt habe, nicht wahr? 33 Euro hat es im Laden gekostet. Also, ja. Wirklich günstige Messer sind das dort. Also im Vergleich zu anderen. Wie zum Beispiel hier WeKnife, die kosten ja schon das Zehnfache davon ungefähr. Also ich denke mal, das hier kann man auch schon sagen, ist etwas günstiger. Und wir haben hier außerdem wieder eine sehr schöne Verpackung dazu. Wieder so eine Alu-Box, wo halt Magnum Böker drauf steht. Und machen wir es mal auf. Wenn es geht. Ja, es geht. So, hier haben wir wieder was zu lesen. Und das hier ist das Messer. Das hier ist das Böker Satin Rainbow. Und es hat halt seinen Namen, weil es halt hier Rainbow Liner hat. Und ich finde diesen Griff hier auf jeden Fall sehr schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, welches Material das ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es halt entweder G10 oder Carbon ist. Da muss ich mal auf der Seite gucken. Ich werde euch das natürlich wieder verlinken, insofern ich es finde. Aber ich denke mal, ja, ich weiß ja, wie es heißt, also müsste ich es finden. Und ja, was haben wir denn hier so für Eigenschaften? Also wir haben auf jeden Fall erstmal wieder eine große massive Klinge, die ungefähr 4 mm dick ist. Wir haben hier noch ein paar Jimpings, die den Griff erleichtern sollen und dass man halt nicht abrutscht, aber das Messer, also die Klinge an sich ist jetzt ziemlich rutschig. Also ja, so effektiv sind die hier offenbar dann doch nicht. Wir haben eine nicht eluxierte Klinge. Wir haben auf der Klinge hier einen Aufdruck. Und zwar Magnum bei Böker steht hier drauf. Entschuldigung, die Klinge spiegelt mal wieder. Hier sieht man die Kamera und dahinter mich. Und auf dieser Seite haben wir 44A stehen, also die Stahlbezeichnung. Okay, also ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass bei solchen Messern halt 44A Stahl verwendet wird. Und dann haben wir hier wieder zwei Schrauben und eine Achsenschraube. Also drei Schrauben insgesamt. Und ja, das muss auf jeden Fall geölt werden, aber das mache ich dann wieder, das mache ich danach, indem ich aufgenommen habe oder wieder während der Aufnahme. Mal schauen. Wir haben hier einen Pocket Clip, wenn er denn aufgehen würde. Nee, er geht nicht so leicht auf. Ich kann es mal probieren, aber ich glaube, der ist festgeklebt. Also es hat so zumindest den Anschein, also ich kriege ihn nicht ab oder auf. Und ja, er wurde halt auch wieder mit drei weiteren Torx-Schrauben fixiert. Hoffentlich fixiert das mal die Kamera auch. Und wir haben halt eine Springfunktion bei dem Messer. Also es hat zwar jetzt keinen Feder, aber es hat hier wieder einen Flipper drinne. Aber es flippt halt nicht ganz auf. Man bräuchte halt Schwung dafür, dass es komplett drauf geht. Aber das werde ich dann halt wieder ölen und das Ganze und lockerer machen. Wir haben diesmal auch keine Daumenpins, wie es eigentlich sonst üblich bei solchen Messern ist. Also bei Böker zum Beispiel, da ist ja meistens alles dabei, Griffmulde, Daumenpin und Flipper. Bei den meisten. Und hier haben wir halt nur einen Flipper und auch keine Federunterstützung. Aber ich will mich nicht darüber beschweren. Wir kommen jetzt einfach mal zum Schärfetest. Und dafür nehmen. So, dann wollen wir mal gucken, wie es schneidet. Oh. Tja, das geht durch wie nichts. Abgerutscht. Und mal gucken, wie spitz ist. Ja, geht auch. Es ist auf jeden Fall scharf. Das ist schön. Es ist ja jetzt auch nicht so üblich bei Böker, dass die Messer scharf sind. Also so, was ich schon öfter mal hier gesehen habe bei solchen Böker-Messern, dass die halt eher einreißen. Und zwar möchte ich euch da nochmal schnell das Starfighter vorstellen. Das hier ist das hier hat eine deutschförmige Klinge, ist auch extrem spitz.
Und ja, dieses hier ist auch scharf. Eigentlich ist es nicht scharf. Also ich hatte es jetzt nachgeschärft, deswegen ist es auch momentan so scharf. Aber eigentlich ist es halt nicht scharf. Man sieht auch, die Schärfe lässt hier schon wieder ein bisschen nach. Also ich muss mal wieder anschärfen. Ich benutze das halt sehr oft, auch wenn man das jetzt nicht so sieht. Ich, ja, mache halt nicht so viele schwere Aufgaben damit. Aber ja, also es hat jetzt nicht so viele Gebrauchsspuren. Und ja, man sieht ja eigentlich auch schon diese kleinen Fransen hier. Das ist bei dem anderen jetzt nicht so der Fall gewesen. Doch, okay, ja. Okay, also man könnte sagen, die sind jetzt alle scharf, die ich hier habe. Ich werde natürlich auch alle drei in die Videobeschreibung packen. Das hier zuerst natürlich. Und ja. Aber diese Messer stelle ich hier noch ein andermal vor, deswegen kommen die jetzt auch wieder raus. Und ich werde jetzt einfach nochmal rausgehen und werde mit euch die Details zu den Messern besprechen. Uns jetzt mal hier draußen versammelt, um die Masse zum Messer zu besprechen, beziehungsweise die ganzen Details. Und zwar fange ich einfach jetzt einfach mal an. Wir haben ein Gewicht von 140 Gramm. Dann haben wir eine Klingenlänge von 8,4 cm, haben eine Grifflänge von 11,3 cm und im geöffneten Zustand ist es 20 cm lang. So. Dann haben wir bei der Klinge 44er A-Stahl verwendet und das gleiche gilt auch für die Liner und für die Griffschalen wurde G10 verwendet, genauso wie für den Backspacer. Und ja, das wäre eigentlich auch alles, was ich dazu sagen kann. Ich gehe jetzt wieder rein und dann besprechen wir mal das Fazit zu dem Messer. So, und da bin ich wieder. Ich möchte euch jetzt mal schnell mein Fazit zu dem Messer sagen, also Pros und Kontras. Pro ist zum Beispiel die Klinge, und zwar ist sie nicht bedruckt. Also damit meine ich jetzt hier zum Beispiel, dass sie nicht wie bei dem Ganzo hier so einen grauen Mattlook aufgetragen bekommen hat. Das ist wirklich hier bei Böker wirklich gut umgesetzt worden. Auch designtechnisch hat es da halt auch sehr tolle Eigenschaften, wie hier zum Beispiel die Riffelung in dem Material hier und natürlich halt auch die Rainbow Liner, die hier drinnen verbaut sind und den Backspacer, der auch aus G10 oder Carbon ist oder was sie hier verwendet haben, muss ich halt dann gucken gehen. Und ja, ich habe es jetzt auch inzwischen geölt und die Schraube etwas lockerer gemacht. Man sieht es jetzt auch, man kann es jetzt viel leichter aufflippen. Und der Klingengang, der ist auch ein bisschen besser geworden. Oh, ja, war mein Zeigefinger jetzt im Weg. Okay. Also ich finde, es ist halt wirklich ein schönes Messer. Aber Contra ist halt jetzt dieser Pocket Clip. Den bekommt man nicht auf. Probiere mal kurz mit einem Zahnstocher dazwischen zu gehen. Ich mache es aber vorher nochmal zu, nicht, dass ich mich dann schneide, weil ich abrutsche oder so. Das wollen wir ja nicht. Also, ich will es nicht. Und ja, es tut sich da was. Ich sehe es nicht. Ja, also ich habe ihn jetzt drunter bekommen. Mehr oder weniger. Aber ja, er ist halt trotzdem ziemlich stramm gespannt. Also, ich weiß nicht, ob ich den jetzt abmachen werde oder. Na, ich werde ihn auf jeden Fall mal noch ein bisschen modifizieren, dass man den auch wirklich benutzen kann. Oder ich hole mir halt eine Tasche dazu. Und ja, das wäre es dann halt auch schon zu dem Messer hier gewesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.